Für günstige und sichere FIFA Points und Coins checkt meinen Sponsor Golda ab. Codename Supersteif und erhaltet 3% Rabatt. Und jetzt geht's ab zum Video. An die smarteste Community auf YouTube ein herzliches Willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Und heute möchten wir uns natürlich mit der gestern erschienenen neuen SBC kümmern. Und zwar Europa Tour Nummer 2. Denn wir haben heute wieder die Möglichkeit, ein 50k-Set zu bekommen. Man muss echt sagen, diese Challenges sind auf jeden Fall überhaupt nicht einfach. Ich muss sagen, wir werden heute im Großen und Ganzen, danke Handy, natürlich aufzeigen, was habe ich persönlich bezahlt. Ich werde euch, weil es viele kritisiert haben, dass ich eben nur Erstbesitzer mal einfüge, euch die billigsten Lösungen nochmal einblenden, die ich bei Foothead finde, damit ihr euch auch die Spiele euch angucken könnt. Und ich denke mal, wir werden mal schauen, wie viel wir insgesamt sparen werden bezüglich der Partien, die wir abgeschlossen haben, wie viel wir bezahlt haben und was bei Foothead einfach die billigste Challenge ist. Ich denke, so ist es auf jeden Fall nicht ganz so schlecht. Und wenn euch das Prinzip so gefällt, gebt gerne einen Daumen nach oben. Hashtag Supersteif natürlich unten in die Kommentare. Lasst ein Abo da, wer es noch nicht gemacht hat. Wenn ihr weitere solche Sachen sehen wollt, seid ihr bei mir genau richtig. SBCs en masse auf meinem Kanal. Aber jetzt starten wir direkt rein. Europa Tour Nummer 2. 4 Challenges, die wir absolvieren müssen. England, Frankreich, Deutschland, Russland. Und ich muss sagen, es war echt nicht einfach. Es wird wahrscheinlich ein bisschen teurer werden. Wir gucken einfach mal insgesamt rein, was haben wir bezahlt. Dann blendet man das auf Foodbin ein und damit können wir dann direkt starten. Gehen wir direkt mal rein in England. Ja, hier bekommen wir ein Prime Gold Spieler Set, heißt sozusagen 45k Set. Wir brauchen genau 5 Spieler aus England. Wir brauchen Spieler aus derselben Liga, maximal 4 Nationalitäten. Ganz genau 5 selten, mindestens 5 Spieler. Teamgesamtbewertung von mindestens 80, Teamchemie von 90. Ihr werdet es immer wieder sehen. Loyalität ist hier ein ganz, ganz großes Augenmerk, auf das wir hier gelegt haben. Deswegen bin ich ganz stolz darauf, dass wir so viele Erstbesitzer haben, weil sonst hätten wir wahrscheinlich relativ viel zu tun gehabt mit neuen Spielern kaufen und so weiter. Aber für diejenigen, die natürlich jetzt keine Ahnung haben oder keine Spieler haben, wie das Ganze geht, kommen wir gleich zu Foodbin. Aber erstmal wollen wir natürlich gucken, was haben wir bezahlt, wie haben wir das Ganze angegangen. Also ihr seht schon, wir haben 5 Engländer. Wir haben das Ganze so gemacht, dass wir 3 Engländer aus der englischen 2. Liga eingebaut haben, des Weiteren 2 Spieler aus der englischen 1. Liga. Und damit hat man natürlich noch Zeit, uns für 2 andere Spieler aus der englischen 1. Liga hier reinzufügen. Das ist zum einen Imbula und zum anderen Gabbiadini. Ihr könnt natürlich hier auch zum Beispiel als ZOM jemanden nehmen von Southampton, der mindestens ein 79er Rating hat, oder im Sturm einen von Stoke City, zum Beispiel Chuf, aber der würde dann eben nicht so gut mit Bernadeschi linken. Deswegen würde ich euch dann vorschlagen, hier auf jeden Fall einen von Southampton hinzustellen, ZOM, und damit müsst ihr das eigentlich hinbekommen. Was ihr natürlich auch noch machen könnt, hier einen aus der 2. englischen Liga nehmen, der jetzt nicht ganz so stark ist, vielleicht auch ein 76er Rating hat, aber nicht Engländer ist, und dafür hier aber einen ZOM aus der Premier League hier einfach hinzuzufügen. Ich denke, das wäre auch nicht schlecht. Wenn er Engländer ist, passt natürlich auch perfekt zu ihm hier. Und ja, also nicht zu ihm hier, aber eben zu Walcott und so weiter und so fort. Damit kommt man vielleicht definitiv auch auf ein bisschen mehr Chemie. Hier rechts haben wir dann einfach eiskalt noch eine Calcio A-Seite gemacht mit Brozovic. Den könnte man natürlich noch umwandeln. Wir haben rechts Bernadeschi, Florenzi und dann haben wir hier von Florenz noch Rodriguez. Da könnt ihr natürlich auch einen Italiener noch hinstellen, das wäre natürlich auch gar kein Problem. Aber, oder zum Beispiel auch im ZDM, damit kommt er auch nochmal auf bessere Chemie, das ist, denke ich mal, ganz klar. Jetzt gehen wir aber erstmal zum Foodbin-Link und den werde ich euch jetzt natürlich immer wieder danach einblenden. Ich werde jetzt selber das noch nicht wissen, wie viel wir bezahlt haben, aber was haben wir bezahlt? Das ist ganz, ganz wichtig. Erstmal gehen wir rein, wir sind Erstbesitzer. 2,5 für Florenzi irgendwann mal geholt gehabt, den habe ich jetzt schon mittlerweile 4 Spiele gespielt gehabt. Ist okay, 2500 schreiben wir uns auf jeden Fall aufs Konto. Der Rest ist hier Erstbesitzer, ihr seht schon, Brozovic Erstbesitzer, Kobek. 1300 für Bernadeschi, heißt sozusagen 3800 haben wir bezahlt, Walcott Erstbesitzer, genauso Imbula und Gabbiadini. Heißt sozusagen, wir haben insgesamt für diese Challenge 3800 Münzen ausgegeben und jetzt gehen wir zu Foodbin. Hier muss man natürlich ein bisschen nach links gucken, denn der Preis dieser Challenge, wenn man ihn ganz so billig macht, wie es gerade bei Foodbin aufgeführt ist, zurzeit Standpunkt jetzt 23,46 Euro, würde man knapp für diese komplette Challenge knapp
9.900 Münzen zahlen. Heißt sozusagen, wir haben 6.100 Münzen hier gespart. Nur durch die Erstbesitzer. Sehr, sehr geil. Freut mich auf jeden Fall. Kann man auf jeden Fall so machen. Und damit senden wir natürlich auch dieses Ding hier ab. Prime Gold Spieler Set für 3.800 Münzen ist natürlich nicht schlecht. Weitermachen wir dann mit der Deutschland Challenge. Auch die war nicht ganz so einfach, aber einer der einfachsten, muss man einfach hinzufügen. Wir brauchen für ein Premium Gold Spieler Set für 25k Sets mindestens 8 Deutschlandspieler, wir brauchen Ligen, ganz genau 6 Nationalitäten, mindestens 2, Vereine genau 11, Teamgesamtbewertung von mindestens 81, Teamchemie von mindestens 90. Hier hat man auf jeden Fall Glück, dass man ein paar Spieler, deutsche Spieler aus anderen Ligen hat, wie zum Beispiel Beck, wie Westermann oder Gentner, Schweinsteiger, Aigner haben wir noch mit drin. Und dann haben wir hier noch einfach links einfach 2 Spieler aus der BPL genommen, die dann das Rating eben perfekt gemacht haben von einer 81. Wir kommen auf eine 98er Teamchemie und wir gucken rein, was haben wir bezahlt. Wir haben ausgegeben 1.100 für Hund, den habe ich mir vorhin geholt. Erstbesitzer Beck, 1.500 für Westermann, irgendwann später mal geholt. Ist egal, wären wir bei 2,6. Erstbesitzer Mustafi, 3,2 für Baines haben wir dahingehend bezahlt. Heißt sozusagen, wir wären jetzt bei 5,6, wir wären bei 6,6, nein, warte, wir haben 1.200, 5,6, 5,8. 5,8 wären wir, Rode Erstbesitzer, genauso Aigner, Gentner, Schweinsteiger, Wijnaldum und Stindel. Ihr könnt natürlich statt Baines auch jemand anders hinstellen, der gerade im Verein hat, war aber mein einzigster Linksverteidiger. Ihr seht schon, 53 Spiele habe ich schon mit ihm gemacht, ist wahrscheinlich jetzt sogar noch ein bisschen günstiger. 5.800 haben wir für sozusagen dieses komplette Team hier bezahlt, für diese ganze Challenge, weil eben viele Erstbesitzer da sind. Jetzt gehen wir zu Footbin über. Hier seht ihr schon, diese Challenge ist auf jeden Fall sehr, sehr teuer. Wir haben 5.800 bezahlt. Die cheapest Version hier ist einfach ein Team, was 17 fucking 1.000 Münzen kostet. Wir haben Brand, Stindel, Marin, Schäfer, Sobiech, Rode auch mit am Start, Mertesacker, Karius, Traxler und rechts dann Ravi Lopez und Vitolo. Heißt sozusagen, auch hier haben wir über 11.000 Münzen gespart. Ist natürlich nicht ganz so schlecht. Nehmen wir gerne mit. Auch hier senden wir natürlich dieses Team ab. Heißt sozusagen 5.800 Münzen, nehmen wir sehr gerne mit. Weiter machen wir dann mit dem Frankreich-Squad, was wir hier haben. Hier bekommen wir ein 35k-Set, auch hier Frankreich. Ganz genau 8 Spieler, Spieler aus derselben Liga, maximal 2 Nationalitäten, genau 3, selten mindestens 6. Teamgesamtbewertung von 81, Teamchemie von 90. Auch hier muss man wirklich sagen, wir hatten extrem viel Glück. Wir haben aber trotzdem für diese Challenge, glaube ich, mit am meisten ausgegeben, wenn mich nicht gerade täuscht. Wir gehen direkt mal rein, was haben wir bezahlt. Mit Kostil Erstbesitzer, 400 für Ginter. Ist okay. Sarko Erstbesitzer, genauso De Maio, 59 für Tremolinas, einmal bei 1.350. Erstbesitzer Schneiderler, Dembele Erstbesitzer, genauso Lemar, 600 für Zurutusa, wäre mal bei 1.950. Und vorne drin haben wir dann Wesley Snyder, wären wir bei 2.000. Ah, wir könnten eigentlich aufrunden, oder Jungs? Wir könnten aufrunden. Wir sagen einfach mal 2.800 plus 1.600 für Van Persie. Wir haben bei 3,8, wir haben bei 4,4 plus die Umwandlungskarten. Hier muss man sagen, hier hatte ich ZOM zu MS noch auf jeden Fall im Verein. MS zu Stürmer hat mich, glaube ich, wenn mich nicht gar ist, durch 1.200 gekostet. Wären wir insgesamt bei knapp, ja, 5.000 ein paar zerquetscht, also nicht unbedingt so teuer. Ihr seht es auf jeden Fall unten nochmal eingeblendet. Ich bin so im Kopfrechnen gerade nicht mehr so auf der Höhe. 23.50 Uhr, ein bisschen schwierig. Bei Footbin sieht das ganz anders aus. Guck mal, bei Footbin, wir haben knapp 5.750 Münzen ausgegeben für die Challenge. Ich habe es direkt gleich nochmal nachgerechnet. Und hier muss man sagen, hier sieht das Team folgendermaßen aus. Wir haben Costil, Sarko, De Maio, Schneiderlin, Fekir, Ben Yedder, Ginja, Gamero, Karadenes, Kalvirim, Skrittel mit drinne. Gesamtkosten kosten ungefähr auf Xbox 15.350, auf der PlayStation 18.650. Haben auch hier wieder über 9.000 Münzen gespart. Für den Megaset ist das auf jeden Fall nicht ganz so schlecht. Und wir wollen natürlich das Ganze auch absenden, das Megaset dann ziehen. Wie gesagt, einfach mal gucken. Jetzt gehen wir zur letzten Challenge und das ist die Russland-Challenge. Und die Russland-Challenge, da musste ich auch ein bisschen hapern, aber es hat am Endeffekt dann doch geklappt. Wir bekommen hier ein 15k-Set. Russland, mindestens 6 Spieler liegen, genau 2. Vereine ganz genau 11, Teamgesamtbewertung von 78, Teamchemie von 100, Anzahl der Spieler im Team müssen es 11 sein. Auch hier muss ich sagen, sehr, sehr viele Sachen, die ich vielleicht auch ein bisschen eingekauft habe. Wir hatten die ganzen Russen auf jeden Fall im Verein. Das war ziemlich glücklich, dass es so gepasst hat, bis auf den Innenverteidiger, den haben wir uns geholt. Der hier war eigentlich Stürmer, den haben wir umgewandelt zu ZOM. Heißt sozusagen, hier haben wir überhaupt nichts bezahlt, weil ich das noch im Verein hatte. Und deswegen gehen wir direkt mal rein, was haben wir insgesamt bezahlt. Kerschakov, Erstbesitzer, 750 für Shishkin haben wir irgendwann mal geholt. 1.400 für Novoseltsev
Heißt sozusagen, wir wären jetzt bei knapp 2100. Lassen wir das mal so stehen. 2100 wären wir bei 3,9 für Ruiz. Plus 1,4 wären wir bei 4,9, wären wir bei 5,3. Erstbesitzer Ionov, Pavlyuchenko, Recio, Mendes, Samulin und 1200 nochmal für Vitolo als 83er. Heißt sozusagen, wir wären insgesamt bei 6.100 so ungefähr. Ihr seht es auf jeden Fall aufgelistet. Ist auf jeden Fall ein ganz, ganz anständiger Preis für dieses Ding. Vor allem nur 15k in Anführungsstrichen bekommen. Aber okay, wie sieht es bei Footbin aus? Bei Footbin sieht es folgendermaßen aus, dass wir beim billigsten Team, was zurzeit knapp 14.450 Münzen auf der Xbox kostet, 20.000 auf der PlayStation, dass man hier mindestens einmal Loyalität braucht, mindestens drei Positionsmodifikatoren. Aber sonst würde es auch gehen, heißt sozusagen, man spart hier locker nochmal die 10.000 Münzen, weil die Modifikatoren kosten was, die Loyalität kostet eigentlich auch Zeit, wenn man es nicht hat, oder man muss es komplett umbauen nochmal. Aber ich denke mal, wir sind auf jeden Fall sehr, sehr gut hier im Geschäft mit diesen vier Challenges. Ihr könnt natürlich mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wie viele Erstbesitzer ihr insgesamt habt, wie viele Spieler habt ihr insgesamt im Verein. Das würde mich gerne mal interessieren, ob ihr es wirklich so macht wie ich, dass ihr wirklich alle Spieler, die ihr jetzt nicht unbedingt braucht und die nicht unbedingt viel wert sind, irgendwie im Verein speichert oder gleich alles verkauft, wie ich bei der SBC RTG. Schreibt es mir gerne mal rein, das würde mich auf jeden Fall sehr, sehr und brennend interessieren. Aber ich hoffe, euch gefällt das System jetzt gerade so, wie ich es einfach mal jetzt testen werde, dass man immer Footbin mit einblenden und. Wir schließen auf jeden Fall die Challenge ab. 15k Set bekommen wir und die Europa-Tour schließen wir ab. Europa-Tour Nummer 2. Sehr, sehr geil. Freut mich auf jeden Fall und bekommen noch ein 50k Set hinterhergeschossen. Die wollen wir natürlich jetzt alle ziehen. Wir haben immer noch das Team of the Week mit 8 Workout-Informs hier am Start. Rein geht's in die Sets. Ich bin auf jeden Fall extrem gehypt, was wir drin haben werden, aber die Sets sehen richtig, richtig gut aus. Auf geht's, wir fangen an mit dem Jumbo Premium Gold Set. 15k Set, da erwarte ich nicht sonderlich viel. Wir haben kein Workout drin, aber eine größere Sternschnuppe, 84 plus, und das ist Xhaka, der Schweizer vom FC Arsenal. Ist auf jeden Fall kein schlechter Anfang. Ein guter Start, den wir hier auf jeden Fall mitnehmen werden. 84 plus ist auf jeden Fall nicht ganz so schlecht. Und da gucken wir direkt mal im Preisvergleich nach. Was ist der junge Herr wert? Ihr seht schon, nicht unbedingt so viel. Den werde ich definitiv noch im Verein speichern, weil bis könnte ja immer noch zu Team of the Week Packs irgendwann mal was kommen. Man weiß ja nie, was da so kommt. Des Weiteren noch drei Spieler, die wir nicht unbedingt brauchen. Die speichern wir alle komplett im Verein. Hawk nehmen wir noch sehr, sehr gerne mit. Und ja, Hernandez, Lux, die werden wir erstmal auf die Transferliste packen. Vielleicht brauchen wir die irgendwann später nochmal. Das stoßen wir auf jeden Fall ab. 500 Münzen erhalten wir dafür. Nehmen wir sehr, sehr dankend mit. Weiter geht's dann mit dem nächsten Pack, was wir hier haben. Wir haben ein Mega-Set, wir haben ein Premium-Gold-Spieler-Set, seltenes Spieler-Set. Holy, holy, holy shit. Ich bin gespannt. Wir fangen mit dem 25k-Set. 3, 2, 1, let's go. Premium-Gold-Spieler-Set. Was haben wir drin? Es wird diesmal aber leider, leider nur eine kleine Sternstube. Von Atletico Madrid, Moya, der Torhüter, 81 Gesamtbewertung. Vielleicht haben wir ja Glück und wir haben ein paar Spieler drin, die wir für die Challenges unbedingt brauchen. Mathieu haben wir, der könnte auf jeden Fall ganz gut was wert sein. Müssen wir mal reinschauen. Ja, leider nur 2000 Münzen, aber besser als nichts. Nehmen wir sehr, sehr gerne mit. Moya haben wir noch, Caligiuri haben wir drin, Thoreau haben wir noch drin, Alvarez, Mina, Dolberg und Niewelt. Okay. Packen wir alles in den Verein, die vier kommen wieder mal auf die Transferliste, um später nachzuprüfen, wie viele die denn doch wert sind. Weiter machen wir mit dem 35k-Set. 30 Objekte, 26 Gold, 18 selten, 3, 2, 1, wird mit der Nase geöffnet, es ist kein Walkout, wird vielleicht was anderes Großes, aber ihr kennt es ja, 35k-Packs bei uns, eine absolute Katastrophe. Ja, Koluka haben wir hier drin, 82er Rating, ist natürlich nicht schlecht, aber leider kein Russe, der hier aus der russischen Liga kommt. Des Weiteren Debuchy haben wir noch drin. Vielleicht könnte der noch ein bisschen was wert sein. Wir schauen mal rein bei Koluka. Auch hier seht ihr schon, der Preis ist eine absolute Katastrophe. Vielleicht haben wir bei Debuchy irgendwie Glück. Und da wird auf jeden Fall 1800 geboten. Den packen wir auf jeden Fall mal auf die Transferliste. Kolarov, Jimenez haben wir noch. Mitrovic, Rodriguez als ZM hier. Und ja, den Rest packen wir alles in den Verein. Man kennt ihn, würde jetzt natürlich unser guter alter Herr Montana Black sagen. Der Hut ist auf jeden Fall auch nicht ganz so schlecht. Könnte auf jeden Fall auch noch für ein paar Münzen gehen. 750 mindestens Gebot ist okay. Uchida packen wir auch noch mit auf die Transferliste. Und weiter geht es mit den letzten zwei Packs, die natürlich jetzt sehr gut sind. Ja, Brian Goldspieler Set, 50k Set. Holy shit, ein guter Spieler aus 24 Spielern, das wäre sensationell. 3, 2, 1, let's go. Prime Gold Spieler Set, kein Walkout. Wird es was anderes werden? Wieder eine kleine Stuppe. Robben wäre ganz geil.
Brommes haben wir drin. Auch er nicht so der beste Spieler, Spielzeug bei Spartak Moskau. Aber ich glaube auch nicht, dass er für irgendwas noch weggehen könnte. Emre Can haben wir noch drin. Das ist auf jeden Fall nicht ganz so schlecht. Emre Can könnte auf jeden Fall für was weggehen. Leider für nicht ganz so viel. Wir gucken doch mal bei Brom nach, ob der noch vielleicht ein bisschen was wert ist. 1000 Münzen sind geboten, ne? What the fuck? 6000, 3-2. Okay, ist anscheinend doch ein bisschen mehr wert. Packen wir aber erstmal alles auf jeden Fall in den Verein. Lusamba haben wir noch drin. Da können wir mal gucken, ob der noch ein bisschen was wert ist. Ich kann es mir nicht wirklich vorstellen. Aber ja, leider nicht. Leider nicht. Die packen wir auf jeden Fall alle drauf auf unsere Transferliste hier. Und jetzt kommen wir noch zum alles entscheidenden 50k-Set. Volle Konzentration, wir wollen nicht lange fackeln. Auf geht's, ab geht's. 3, 2, 1, let's go. 50k-Set, bitte in vom Walkout oder irgendwas anderes Gutes. Rein geht's, ich bin gespannt. Es wird kein Walkout. Und es wird aber ein Inform. Es wird ein Inform, Jungs. ZTM Guardado haben wir hier mit am Start. 84er Soundrating. Hat richtig, richtig gute Werte. Den haben wir ja schon mal gezogen, ne? Aber leider kein Inform-Walkout, aber wir brauchen uns überhaupt nicht beschweren. 50k-Set ist in Ordnung. Dazu noch Sarko, der definitiv auch noch ein bisschen was wert ist. Dann haben wir noch Debuchy drin, der auch für ein bisschen was weggeht. Also das Pack, das kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Ein paar Franzosen haben wir noch drin. Toulalon haben wir noch mit am Start. Beleso ist jetzt nicht so ganz der Beste, aber Guardado wird wahrscheinlich Abstoß sein. Deswegen werden wir ihn, ja, den werden wir wahrscheinlich erstmal behalten im Verein. Iraisos haben wir noch drin, Mankilo. Romelu Masuaku könnte ich mir auch vorstellen, dass er vielleicht für ein paar Münzen mehr geht. Es sieht aber nicht ganz so aus. Es speichert man natürlich alles im Verein. Die drei packt man natürlich noch auf die Transferliste und damit beenden wir heute das Video. Ich hoffe natürlich, euch konnte ich helfen mit dem ganzen Ding. Was wir wirklich ein bisschen anders gemacht haben, ist eben das jetzt mit den Foodbin-Links, damit ihr wirklich sehen könnt, ja, wie viel kosten die denn eigentlich wirklich und, damit ihr natürlich da auch keine Probleme habt, das vielleicht irgendwie auch ohne Loyalitätsbonus und Loyalitätsspieler zu, ja, wie soll man sagen, zu meistern. Aber okay, wenn euch das Video gefallen hat, gebt sehr gerne einen Daumen nach oben, wenn ihr weiterhin solche SBC-Challenges sehen wollt, beziehungsweise wenn ihr Bock habt, dass ich das genauso mache, wie ich es gerade aufgeführt habe, schreibt so gerne mal unten in die Kommentare. Immer smart und sexy bleibt mir. Vielen, vielen Dank für euren fucking geilen Support. Ich bin raus, euer Chris und...